Boah, ich habe euch so vermisst. Es ist wirklich, glaube ich, gefühlte fast 3 Wochen her, dass ich kein Video gedreht habe. Ich freue mich, wieder hier zu sitzen, einfach wieder chillig mein Ding zu machen, meinem Hobby nachzugehen. Ja, warum, wieso, weshalb? Ich habe es einfach nicht gefühlt. Ich war nicht wirklich in der Stimmung dazu, Videos zu drehen. Und dann möchte ich euch nicht irgendwie eine gute Laune vorspielen. Mein Nagel ist eingerissen, ey, das tut so weh. Ich gehe auf jeden Fall gleich in die Stadt und ich mache mich jetzt fertig. Da sind so ein paar neue Sachen dabei. Also einmal habe ich hier so einen neuen Primer von Becca, den möchte ich unbedingt ausprobieren. Der Backlight Priming Filter. Ich habe keinen Primer, doch ich habe einen Primer, den ich besitze. Dann habe ich meinen Concealer nachgekauft von Urban Decay. Ja, ich habe einfach Lust, mit den Sachen zu spielen. Ich höre auf zu labern und wir legen einfach los. Viel Spaß bei dem Video. Schaut euch diese Verpackung an, so aus Glas. Schmancy, fancy, fancy. Habe ich übrigens bei cultbeauty.co.uk bestellt, weil ihr mich immer wieder fragt, wo ich meine Backup-Produkte und solche Sachen alle herbekomme. Ah. Also das ist jetzt kein porenverfeinender Primer oder so, sondern eher einer, der Feuchtigkeit spendet. Und ich habe mir den geholt, weil ich nicht mehr zufrieden war mit meiner Schneckencreme als Unterlage für meine Foundation. Also ich habe das voll gerne gemacht. Das ist halt eine Feuchtigkeitspflege, wo Schneckenschleim enthalten ist. Und ich habe die erst immer voll gerne unter meiner Foundation aufgetragen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl gehabt, dass meine Foundation viel zu viel hin und her gerutscht ist deswegen. Deswegen wollte ich mir das hier kaufen. Ich habe hier voll die trockenen Stellen. Ich gebe mir noch ein bisschen Primer auf. Also ich benutze jetzt die Giorgio Armani Luminous Silk Foundation. Klar, mit meinem Finger, nee. Zweieinhalb. Weil mein Beauty Blender halt viel Produkt aufsaugt, brauche ich ziemlich viel davon. So. Ich fange immer auf meiner Wange an, so, ne? Weil ich da die meisten Rötungen habe. Mein Beauty Blender ist übrigens angefeuchtet. Ich weiß nicht, ob ich euch das mitteilen muss, weil eigentlich gehe ich davon aus, dass jeder weiß, dass man ihn anfeuchten muss vorher. Je ne sais pas. Ich glaube, ihr seid wohl so Schminkprofis, dass ihr das wisst. So, ich nehme das hier ein bisschen mit runter. Ich nehme mir jetzt hier an Stellen, wo ich noch ein bisschen mehr Deckkraft gebrauchen kann, eine ein bisschen stärker deckende Foundation. Das ist die Fit Me Matte & Poreless von Maybelline. Und die gebe ich mir dann nur in dem Bereich nochmal auf. Ja, außerdem hat die auch ein eher mattes Finish. Und da die Giorgio Armani Luminous Silk eher glänzend war und auch mein Primer ein bisschen glänzend ist, dann balanciert das das Ganze nochmal aus. Und es gibt mir halt nochmal die benötigte Deckkraft. Dann brauche ich danach nicht so viel Concealer zu verwenden. Sorry, wenn ich die ganze Zeit unfokussiert bin. Ich habe das irgendwie heute ein bisschen verpeilt. Ich würde auf jeden Fall sagen, Foundation sitzt. Ich möchte jetzt nicht alles abdecken, weil das ist ja immer noch ein Make-up einfach so für den Alltag. Ich gehe an keinen besonderen Anlass oder so. Ich nehme jetzt den Korrigierer von Becca, der Under Eye Brightening Corrector. Ich schwöre es euch, Becca könnte dieses Video genauso gut sponsern. Primer. Korrigierer. I love you, honey. Das verblende ich mit meinem Finger, weil so kriege ich meiner Meinung nach das beste Ergebnis. Und ja, diese Farbe ist einfach mega gut, auch für eher hellere Hauttypen, wenn ihr das seht, dass Menschen mit diesem dunkelorangenen korrigieren. Das ist super für dunkle Augenschatten, aber halt eher bei einem dunklen Hautton. Und dieses hellrosane, das ist sehr gut bei Menschen mit helleren Hauttönen. Aber das korrigiert echt. Also ich finde wirklich, korrigieren, das macht einen Unterschied. Ich mache das auch nicht erst, seit das zu so einem Trend geworden ist oder so. Ich habe jetzt einfach noch keinen Concealer aufgetragen. Meine Augenringe fallen jetzt wirklich schon viel weniger auf. Jetzt breche ich meinen neuen Concealer an. Also neu. Ich habe ihn einfach nachgekauft. Ich hatte den vorher schon. Das ist die Farbe Light Neutral. Entspricht so ziemlich meinem Hautton. Aber ich mag das, wenn das nicht so stark gehighlightet ist unterm Auge. Also vor allem einfach jetzt so für den Alltag. Dann ist das ganz schön so. Oh, wie sich das gut anfühlt, ne? So nicht ausgetrocknet, gar nichts, weil der ganz frisch und neu ist. Oh, beautiful. Also ich werde auch wirklich sehr viel Zeit damit verbringen, so meine Haut gut aussehen zu lassen. Und dann beim Lidschatten machen wir sozusagen nichts, weil so mache ich das eigentlich immer. Also
Augenbrauen, Haut, das sind so für mich die zwei so Key Points. Wisst ihr so bei so einem Make-up-Look? Ich nehme das auch so mit auf meinem Augenlid. Leute, ich habe euch dazu auch mal auf Snapchat gefragt, aber ich frage euch jetzt auch nochmal hier. Ihr müsst mir unbedingt schreiben, was für Videos ihr von mir am liebsten mögt. Also habt ihr am liebsten Make-up-Tutorials oder Sachen wie Favoritenvideos oder Reviews oder dass ich Produkte teste? Schreibt mir das auf jeden Fall, weil mir macht eigentlich alles Spaß. Aber ich weiß auch, dass ich jetzt zum Beispiel voll die Make-up-Tutorials vernachlässigt habe. Aber das wird wieder. Das wird wieder, glaubt mir. Die Stellen, die ich abgedeckt haben wollte, sind es jetzt auf jeden Fall. Aber es sieht trotzdem noch aus wie Haut, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich liebe das einfach so sehr. Jetzt nehmen wir mein Baby, das Laura Mercier Translucent Setting Powder. Das ist ein loses Puder, ein transparentes loses Puder. Auch geeignet für sehr viele verschiedene Hauttypen, weil ich weiß auch, dass Menschen mit einer noch helleren Haut als ich das benutzen können. Ohne, dass es jetzt nachdunkelt oder irgendwas. Was ich dann mache, also fancy schmancy, ne? Zwei Beauty Blender, egal. Das kann man genauso gut mit so einem Billigschwamm machen. Auf jeden Fall verblende ich das mir jetzt nochmal. Dann nehme ich den, auch einen angefeuchteten, ganz, ganz wichtig. Ich sage das eigentlich nie, aber in der letzten Zeit erwähnt jeder es in Videos. Aber ich mache das schon so lange genauso. Mit einem angefeuchteten Schwamm nehme ich mir mein Puder. Dann fixiere ich die Partie, aber ich bake das nicht. Also ich lasse es jetzt nicht dort einziehen oder so. Ich verblende das damit auch. So, und das macht einfach so ein schönes Hautbild, weil es einfach wirklich das Puder mit allem verschmilzen lässt. Und ihr müsst auch keine Angst haben, dass ihr denkt, hä, ich gehe jetzt auf ein cremiges Produkt mit einem feuchten Schwamm, mit einem Puder, weil diese Kombination könnte einen so ein bisschen so abschrecken. Aber glaubt mir, es macht wirklich ein sehr schönes Ergebnis. Und wenn ihr es noch nicht ausprobiert habt, weil ich es immer vergessen habe, dazu zu sagen, dann macht es auf jeden Fall mal. Ihr werdet auf jeden Fall denken, oh, ich habe was verpasst. Und dann setze ich das auch nicht in ein Fältchen ab über den Tag. Es ist einfach perfekt. Und ich bake mir jetzt noch hier so die Lachfalten, weil mein Foundation setze ich immer in meinen Lachfalten ab. Ist ein gutes Zeichen, ne? Ist ein gutes Zeichen. Aber trotzdem wollen wir das nicht. Ich nehme jetzt meinen Bronzer und diesen Pinsel von Morphe. Das ist der E59. Da ich mir den Rest meines Gesichtes nicht fixiert habe, sondern nur unter meinen Augen, muss ich hier ein bisschen vorsichtig sein und tupfe ich das Produkt erst leicht auf und verblende es dann, weil sonst könnte es ein bisschen fleckig werden, eben weil es keine pudrige Basis hat, wo es dran haftet, sage ich jetzt mal. Also ich tupfe das erst so auf. So, und dann verblende ich das. Oh mein Gott, wie geil ist dieser Pinsel. Heilige. Oh. Leute, dieses Puder, das ist ein bisschen, also dieser Bronzer, der ist nicht so easy zu verblenden, aber mit diesem Pinsel, das war gerade ein Traum. Ja, Mann. Very good that I bought this thing. Thank you very much. Ich mache immer sehr viel an meiner Stirn, weil ich das mag. Aber es ist jedem selbst überlassen. Ich mag da viel, ihr braucht gar nichts zu machen. Vor allem, wenn ihr eine niedrige Stirn habt, würde ich jetzt nicht so viel da machen. Ich fahre jetzt nochmal über alles einfach mit meinem Beauty Blender drüber. Ihr denkt jetzt bestimmt, was macht die Olle? Wieder mit einem nassen Beauty Blender über Puder. Aber ich möchte einfach, dass das aussieht, alles so wie Haut. Und das macht der Beauty Blender für einen. Also das ist wirklich so ein Wundertun und man kann da so viel mehr mitmachen, als man denkt. Ohne Witz, ich könnte mein ganzes Make-up nur mit dem Beauty Blender machen. Also wenn ihr mal ein Video dazu sehen wollt, dann sagt mir Bescheid, weil das kann ich locker machen. Ich habe das eine Zeit lang auch gemacht, weil man halt den Beauty Blender täglich reinigen kann. So, wisst ihr, was ich meine? Ey, jetzt habe ich ein bisschen viel drauf gemacht. Weil ich weiß ja nicht, was bei dieser Wange passiert ist, aber es sieht irgendwie richtig scheiße aus. Alles klar, was für ein Fail. Ich habe mir jetzt gerade mit einem Schminktuch das nochmal runtergenommen. Gib mir jetzt nochmal meine Foundation da auf. Richtiger Fail, Leute, heftig. Das fixiere ich dann und dann trage ich mir den Bronzer auf. Jetzt bitte gut. Das überschüssige Puder werde ich mir jetzt abwischen.
So, eigentlich wollte ich nicht baken, aber ich mache das jetzt trotzdem, weil mir einfach mein Bronzer zu weit nach unten gerutscht ist. Und hier runde ich das ab, um meine Wange optisch zu liften. Den gleichen Bronzer gebe ich mir jetzt auch ein ganz kleines bisschen hier unten auf. So, und fahre einmal hier von diesem Bereich bis hier an meiner Nase entlang. Und auf der anderen Seite genauso, um den minimal zu betonen. Und dann hier noch so. Alles klar, hier auch noch. Da fahre ich auch wieder mit meinem Beauty Blender drüber. Und wie immer werde ich auch die Seiten meiner Nase baken. Und das mache ich mit diesem Mini-Schwamm von Real Techniques. Der ist mega süß. Jetzt ziehe ich mir die Augenbrauen nach mit dem Anastasia Browis Augenbrauenstift als Basis an Haaren, Stellen, wo ich keine Haare habe. Und danach mit dem Augenbrauenpuder von ihr in der Farbe Ash Brown heute mal. Ein bisschen dunkler. Ich fege mir jetzt kurz das überschüssige Puder weg. So, besser. Auf mein Augenlid und in meine Lidfalte gebe ich mir nur einen einzigen Ton, und zwar dieser hier. Das ist Creme Brûlée von Make-up Geek. Mit so einem mega fluffigen Pinsel. Dafür brauche ich euch jetzt auch nicht groß rein zu zoomen. Das ist eine Farbe, Leute. Einfach nur, um so ein bisschen Definition zu schaffen, um den Auge einfach das Gewisse etwas zu verleihen. Ihr könnt es natürlich so intensiv oder unintensiv machen, wie ihr wollt. Ist unintensiv überhaupt Deutsch? Ich weiß es nicht. Aber ab heute schon. Mit so einem kleinen, festgebundenen Blenderpinsel trage ich mir die gleiche Farbe jetzt auch nochmal am unteren Wimpernkranz auf. Es macht einfach was her. Da ist mir ein bisschen was runtergebröselt. Leute, mein Gesicht braucht Glow. Danach machen wir die Lippen. Erstmal nehme ich Laura Geller Gilded Honey und Peach Glow. Ich weiß, übertrieben. Zwei Highlighter. Warum ist das nötig? Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Okay. Die mische ich mir einfach. Also ich gehe erst in den Peach Glow rein. So, nimm es auch auf beide Seiten vom Pinsel schon, damit ich für beide Wangenknochen was habe. Und gehe danach in den Gilded Honey. Das ist der allerschönste natürlich, ne? My baby boo, my baby boo boo. Watch and learn, ja, babies? Muss ich noch was sagen? Und der Pinsel ist von Evelyn, der Rouge-Pinsel. Und das finde ich den heftigsten Pinsel, um zu highlighten überhaupt. Also ich mag einen großflächigen Highlight, aber der ist so Bombe, ey. Bombe, Bombe, Bombe. Man macht das so und man hört so. Dann hier noch, weil muss immer sehr viel. Am besten so, dass die Menschen euch fragen, hast du da Schnodder? Und hier einfach so ein bisschen. Ich kann mich selbst heute nicht ernst nehmen. Jetzt nehme ich noch den Blush. Touch of Amber von P2. Sehr schön. Sehr schön. Und verblende den Highlighter mit dem Bronzer. Aber ich muss sagen, der Primer hat mir nicht sehr viel Feuchtigkeit gespendet am Anfang.
Und es sieht wirklich sehr heftig aus, dass die Puder auf meiner Haut aufliegen. Und ich habe hier nämlich noch ein neues Schätzchen. Und das ist das Urban Decay Setting Spray, aber das Chill Setting Spray. Ich habe auch das All Nighter. Das ist sehr gut. Das verändert die Textur von eurem Make-up aber zu 0%. Also an mir jetzt, ne? Und das Chill Make-up Setting Spray, das soll noch auch so ein bisschen feuchtigkeitsspendend sein und so. Und ich denke, dass das dann auch besser darin ist, um die Puder mit deiner Haut verschmelzen zu lassen. Und meine Haut kann momentan etwas Feuchtigkeit gebrauchen. Deswegen haue ich jetzt einfach mal rein. Ja. Sieht auf jeden Fall viel besser aus. Machen wir jetzt noch kurz die Lippen. Ja, ich nehme jetzt einfach diese Farbe, weil ich die noch nicht auf der Kamera verwendet habe. Das ist Stila Stay All Day Liquid Lipstick in der Farbe Butchie. Und ich finde die sehr schön. Sehr schön. Ihr werdet gleich sehen. Schaut. Ich habe mir jetzt auch obenrum was Anständiges angezogen. Das war es auch mit dem Look. Ja, das ist, wie ich mich schminke, wenn ich shoppen gehe. Also einfach, ich sorge dafür, wie gesagt, dass die Augenbrauen stimmen, dass die Haut stimmt und diese Strähne regt mich auf. Einfach, dass die Basis komplett ist. Aber ich brauche jetzt keine falschen Wimpern oder übelst viel Lidschatten oder was auch immer. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat, auch wenn es jetzt nichts krass Innovatives war. Und wie gesagt, schreibt mir sehr gerne, was ihr am liebsten von mir sehen wollt, unten in die Kommentare. Und ansonsten wünsche ich euch noch ein Ich und meine Strähne hier und meine Strähne hier wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Tschüss!